Deine Homies wollen die Zeilen wie Jiggy schreiben. Denn ich hab Style und bin fly, so wie Frisbee-Scheiben. Damals war ich jung und gab einen Scheiß auf die Wichtigkeiten. Ballerte Amphetamin oder permanent high, wie zu Hippie-Zeiten. Leben in der Wildnis, keine Gang um zu überleben. Karate Andy, Alter. Karate Andy ist für mich einer. Also, ich meine, ihr kennt mich ja. Hat der nicht heute was rausgeknallt? Vor 14 Stunden über Selfmade Records. 24-7. Karate Andy ist halt einer, der geil reimt. So. Der hat halt die Mucke oder der hat die Reimschemata und die mehrsilbigen Reime, auf die ich halt abfahre. So. Ist aber ähnlich wie beim Kuchen. Karate Andy ist einer, der labert mir manchmal zu viel Scheiße. So, man soll es kaum glauben, ich bin ja wirklich ein Freund von Scheiße, Laberei und so, ne? Aber Karate Andy ist wirklich manchmal für mich zu krass, Alter. Also von den Grenzen, die er überschreitet, so, ne? Mhm. Aber ich feiere ihn, also nicht falsch verstehen, so, ne? Ich finde, er ist ein sehr, sehr guter MC. Und ich bin gespannt, Alter. Ich glaube, ich habe noch nie eine Reaction auf Karate Andy gemacht. 2 Minuten 10, das ist doch schön, um reinzukommen. Geben wir uns direkt. Swimmingpool wird aufgeblasen. 1, 2, 3, 4, reißt die Hütte ab. Klein Dovi, muchos gracias für dein Twitch Prime Abos. Sie abonniert schon 2 Monate. Ach ne, er oder sie. Klein Dovi. Ich nehme mal an, das ist eine Frau. Was für ein Spaß. Runter von meinem Rasen. Du sollst den Channel abonnieren. Oder hast du auf dem Baum geschlafen? Ja, 2 Monate abonniert. Grüße. Karate Andy. Skü, skü. Yeah, yeah. Yeah. Du lässt dir bei deinen Doppelrhymes helfen. Ich komm und schneid dich gekonnt in 2 Hälften. Yeah. Du bonst Schwein, fängst dir eine Bombe ein, wenn bis zum kommenden Freitag auf Konto kein Geld ist. Frag mein. Geil. Ja, seht ihr, das ist direkt, das. Ich mag das halt. Also, ich sag ganz ehrlich so, ich bin im Moment mega aktiv, so was selber Mucke machen angeht, ne? Und mittlerweile, es hat bei mir wirklich lang gedauert, aber ich war eigentlich schon immer so ein Spätzünder, so ein bisschen, ne? Und bei mir war das auch immer schon so, dass ich so zu meinem Spätzünder-Dasein noch so dieses Schwimme gegen den Strom hatte, was es noch weiter hinausgezogert hat, bis ich irgendwann auf den grünen Zweig kam, so, ne? Diese Trap-Mucke, ne? Mittlerweile, viel Scheiße ist dabei, aber ich habe gemerkt, dass das meiste, was mich daran stört, die Flows sind. Die Flow und die Beats, mittlerweile bin ich nicht voll auf dem Trap-Beat so. Mein Herz schlägt immer noch in 90 BPM. Ich bin immer noch West Coast, West Side, diese ganze Scheiße am Fühlen wie nichts anderes. Aber ich finde es relativ geil mittlerweile, diese Trap-Beats. Und das gefällt mir auch so. Yeah, yeah. Du lässt dir bei deinen Doppelrhymes helfen. Ich komm und schneid dich gekonnt in 2 Hälften. Du bonst Schwein, fängst dir eine Bombe ein, wenn bis zum kommenden Freitag auf Konto kein Geld ist. Du lässt dir bei deinen Doppelrhymes helfen. Ich komm und schneid dich gekonnt in 2 Hälften. Du doppelt dein Tapper, wenn auf deinem Konto kein Geld ist. Ist halt nice, Alter, aber er sieht ein bisschen ungesund hier aus. Schneid dich gekonnt in 2 Hälften. Du bonst Schwein, fängst dir eine Bombe ein, wenn bis zum kommenden Freitag auf Konto kein Geld ist. Frag meine Ma, ich wurde hungrig geboren. Schlaf in der Bar nach einer Schule mit Korn. Am Abend verstrahlt ich paar Nasen und Gras, doch ich trage niemals eine Bullenuniform. Jeder meiner Gang ist Spiegel. Ah, oh, das ist genau das, was ich meine. Der Flow geht mir halt auf den Sack. Jeder meiner Gang, dabei. Das ist dieser Flow, den ich einfach nicht ernst nehmen kann, Alter. Verstrahlt ich paar Nasen und Gras, doch ich trage niemals eine Bullenuniform. Jeder meiner Gang ist Spiegel, Trinker aus Prinzip. Yeah, wegen yeah. Uns. Yeah, yeah. Ah, das ist auch, ich finde so, das ist so. Ich meine, ich kenne Karate Andy jetzt nicht so gut, dass ich meine, mir irgendein großes Urteil über ihn bilden zu können und irgendwie da eine Definition auf die Beine stellen könnte oder so, ne? Aber für mich wirkt es halt nicht authentisch so. Für mich ist es so, auch dieser Adlib, ich meine, es wirkt auf mich so, als macht er sich ein bisschen darüber lustig, aber irgendwie macht er sich nicht so krass drüber lustig, dass man denkt, ah ja, der macht sich drüber lustig. Es hat so einen faden Beigeschmack wie Rollbraten. Kid. Jeder meiner Gang ist Spiegel, Trinker aus Prinzip. Yeah, yeah. Wegen uns zog Familie Ritter aus dem Kiez. Wegen uns zog Familie Ritter aus dem Kiez, Alter. Der ist nice, Mann. Aus Prinzip, yeah, yeah. Wegen uns zog Familie Ritter aus dem Kiez. Mann, komm zu. Halt erst dein Maul und dann sag mir, was los ist. Mein Album kommt raus, wenn ich quasi schon tot bin. Ballermann Sound. Halt jetzt dein Maul und dann sag mir, was los ist. Dein Album kommt erst raus. Mein Album kommt erst, wenn ich quasi schon tot bin. Halt jetzt dein Maul und dann sag mir, was los ist. Album kommt erst, wenn ich quasi schon tot bin.
Mann, komm zu. Halt erst dein Maul und dann sag mir, was los ist. Mein Album kommt raus, wenn ich quasi schon tot bin. Baller mein Sound zwischen Party und Bullshit. Ich ball meine Faust und dann schlag ich an Ulrich. 24-7 im Treppenhaus. 24-7 im Treppenhaus. 24-7 im Treppenhaus. Von der Hand in den Mund, vielleicht sieht's morgen besser aus. 24-7 im Treppenhaus. Was macht ihr denn im Treppenhaus? Was ist denn da so besonders? 24-7 im Treppenhaus. 24-7 im Treppenhaus. Von der Hand in den Mund, vielleicht sieht's morgen besser aus. Du suchst im Club auf dem Klo deine Würde. Doch sagst, ich war nur kurz koksen, ich schwöre. Wenn die Kopf dich verhaftet. Du bist im Club auf dem Klo deine Würde, doch sagst, ich war nur kurz koksen, ich schwöre. Ja, ist ganz lustig, aber das ist halt so, wisst ihr, ich glaube, man muss Karate annehmen, das ist halt, das kann man wirklich so in diese Rubrik, es ist alles gut, es kann, also für mich, ne, könnte ich das so in die Rubrik Herr Kuchen, Alligator oder wie auch immer er ausgesprochen wird, Karate annehmen, da gibt es noch so ein paar, die so von der Lyrik her eigentlich komplett krass sind, auch von den Flows und alles, ne, aber die mir einfach nur Scheiße labern, so. Das ist so, ich kann das halt, irgendwann geht es mir auf den Sack, weil ich so denke, das ist so, na klar kann ich das mal hören und ich find's auch ganz geil, wenn ich vielleicht selber irgendwie einen sitzen hab und mit Jungs rumfahre oder wenn das mir einer zeigt, dann sag ich, haha, ist lustig so. Aber ich würde sowas niemals halt so zu Hause hören, wenn ich hier irgendwas in meiner Bude mache oder so, das ist so. Und dann wollen, dass du Spaß hast, voll bei der Sache, so wie Operntenöre. Mache kurz koksen, ich schwöre. Wenn die Kopf dich verhaften und dann wollen, dass du Spaß hast, voll bei der Sache, so wie Operntenöre. Mach. Wenn die Bullen dich verhaften und sie wollen, dass du Spaß singst, bist du voll bei der Sache, so wie Operntenöre. Geht hier die Silbe dieses, sie wollen, dass du Spaß singst, geht komplett unter. Im Treppenhaus. Von der Hand in den Mund, vielleicht sieht's morgen besser aus. Du suchst im Club auf dem Klo deine Würde, doch sagst, ich war nur kurz koksen, ich schwöre. Wenn die Kopf dich verhaften und dann wollen, dass du Spaß singst, voll bei der Sache, so wie Operntenöre. Mache den Song für die Jetzt aber vom A-A-B-A-A-Reimschema. Ist eigentlich ganz nice so. Wenn die Cops dich verhassen und dann, wenn die Cops sich verhaften und wollen, dass du Spaß singst, bist du voll bei der Sache, so wie Operntenöre. Ist eigentlich, ist auch nice halt so, muss man sagen. Wenn die Cops dich verhaften und dann wollen, dass du Spaß singst, voll bei der Sache, so wie Operntenöre. Mache den Sound für die chronisch Gestörten. Yeah. Schnaps auf ich auch in katholischen Kirchen. Yeah. Seit 8 Tagen drauf, setz die Hasskappe auf und bring Waffengebrauch in die roten Bezirke. Mega nice, genau wie der AABA-Reimschema. Mega, mega nice, mega nicer Flow. Ist halt einfach so, ne? In katholischen Kirchen. Yeah. Seit 8 Tagen drauf, setz die Hasskappe auf und bring Waffengebrauch in die roten Bezirke. Seit 8 Kappen drauf, setz die Hasskappe auf und seit 8 Tagen drauf, ich steck wie kalt die Jeans in meine weißen Socken. Jetzt kommt wieder dieser Spasti-Flow hier an den Tag. Dappen, 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 bab. Waffen gebrauchen die roten Bezirke. Ich steck deep wie Kall die Jeans in meine weißen Socken. Trotzdem denkt jeder in meinem Kiez, ich sei eine Kartoffel. Sheesh. Mein Schwanz sieht wie das Rohr von einem Wehrmachtspanzer aus. Ja. Weil ich fern mit Branker sauf, ja, bis ich Herzschrittmacher brauch. Und dein Vater sieht wie Per Mertesacker aus, Kid. Panzer aus, weil ich fern mit Branker sauf, bis ich Herzschrittmacher brauch. Keiner hört deine Musik über Spotify, scheinbar musst du eine ziemliche Fotze sein. Scheiß auf Kultur, ich fick Weiber auf Tour und steh 23 Uhr mit nem Bierchen vom Boxverein. Ja, er reimt halt komplett, das ist wieder AABA-Reimschema, unterbrochener Haufenreim so. Keiner zitiert deine Songs hier auf Spotify, scheinbar musst du meine ziemliche Fotze sein. Dapada, 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 bis ich Herzschrittmacher brauch. Keiner hört deine Musik über Spotify, scheinbar musst du eine ziemliche Fotze sein. Scheiß auf Kultur, ich fick Weiber auf Tour und steh 23 Uhr mit dem Bierchen vom Boxverein. Scheiß auf Kultur, ich fick Weiber auf Tour und steh 23 Uhr vor dem Weiber vom Boxverein. Es ist auf jeden Fall, es ist alles irgendwie, es ist schon ganz geil. Vor allem lustige Szene hier auch, wie er da, ne, in dem Pool steht mit dem Jetski. Mensch. Ist aber echt, das ist eigentlich echt voll lustig, Alter, ohne Spaß. Eine ziemliche Fotze sein. Scheiß auf Kultur, ich fick Weiber auf Tour und steh 23 Uhr mit dem Bierchen vom Boxverein. Sieh es endlich ein, so ist das Leben. So ist das Gott Leben. Hat's dir geschenkt, doch ich kann es dir wieder nehmen. 24-7 im Treppenhaus. Was? 24-7 im Treppenhaus. Wo? 24-7 im Treppenhaus. Hä? In dem Mund, vielleicht sieht's morgen besser aus. Hä? 24-7 im Treppenhaus. Bitte? 24-7 im Treppenhaus. Wo? 24-7 im Treppenhaus. Okay. In dem Mund, vielleicht sieht's morgen besser aus. Immer diese übertönten, komplett übersteuerten Subbässe, gell? Oh, Entschuldigung, Leute. Okay. Ja, ist okay. Ich feier's nicht, ich find's aber trotzdem gut. Was kommen denn die Rülpser hier so unerwartet raus, Mensch?
allergrößte Schmerz geht auch hinüber. Ui. Komm, reiß mir ein Bein aus, doch ich laufe weiter. Tausendfüßler. Ich seh, du läufst gern rum mit ner Schlaghose. Da werd ich intolerant, auch ohne Laktose. Ich lauf und ich kämpf, trotz den Scheren in der Optik. Und zieh mir ein Kondom über den Schädel wegen Kopfhick. Wenn mir noch ein Rapper erzählen will, dass er hart wäre, fahr ich mit nem Dampfer über seine Privatsphäre. Weil wir die Champions sind und wir holen uns den Pokal. Nur diesmal nicht in Brasilien, sondern in Russland. Sie trägt die Nikes, ja, ja. Sie weiß ganz genau, dass sie heiß ist. Sie trägt die Nikes,